Easy. Wir sollten rasten. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Oh, ich finde, wir sind gut davon gekommen. Ja. Was ist jetzt los? Oh nein. Was denn? Was ist jetzt passiert? Ey, der Bär ist dir hinterhergerannt. Welcher Bär? Der Druide. Und hat dann die Leute hinten in der Folterkammer angelockt. Wo denn? Oben. Oh, hä, wie oben? Ja gut, anders kann... Also anders ich sehe nicht, wo der ist. Warum oben. Ist der denn da oben? Weil er dir hinterhergerannt ist und du vorhin oben standest. Nee, ich stehe unten. Du standest oben. Du bist dann runtergegangen. Warum läuft er denn da hoch? Ich stand doch aber hier unten. Der stand doch. Also, das wäre doch näher unten als oben gewesen. Du bist aber doch erst. Du standst oben, dann hat er angefangen hochzurennen und dann bist du runtergegangen. Ach, Bär, da war du bist er halt. Idiot. Naja, ging ja jetzt relativ zügig. Jetzt haben die nicht mal was zum Looten oder was? Wo bist du? Was da? Ja. Okay. Ich will trotzdem mal eine Rast machen, bevor wir irgendwie weitergehen. Ne? Ist gut. Ich weiß, wir müssen. Wir haben irgendwie gar nichts. Ne? Oh, da kommt der komische andere Dude. Der Hauptboss? Nee. Wer dann? Ach so, der. Der Lustknabe. Ah! Okay, mal mit ihm. Der fand das nicht so geil, was man klaut. Und? You? Achso. Ah. Scheint ihn. Ah ja, okay, er rennt einfach weg, auch gut. Tschüss. Gut, dann machen wir eine lange Rast, ne? Okay, oder? Ja, ah. Digga. Ja, das muss jetzt warten. Kurz. I'll wait here. Just know that you're gambling. Ja, Alter. Chill doch mal deine Base. Meine Güte, ey. Ja, und dann müssen wir halt zu dem dritten Gegner, ne? Ja, ich weiß. Aber wir müssen. Ich weiß. Ich hätte auch gesagt, wir gehen da direkt hin. Ja, meine ich ja. Ja. Ich noch was, was hier gibt. Es gibt alles so viel. Das. Auch jetzt fehlt mir noch zwei. Na toll. Auch was war da? Ach, schon wieder ein Traum. Oha, jetzt geht's aber auch häufig. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. Hast du auch rein? Hm? For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Holtin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Holson knew this. His instincts are right. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Hmm.
not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. Mm-hmm. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. It's complicated, but I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. No, I can handle the power I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. Mm-hmm. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later, I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Okay, ich gehe. Ciao. Was hat die bei dir so erzählt? Das Gleiche. Okay. Meine redet nur ein bisschen schneller. Also, woher das kommt und... Ja, ja. Ja, schön. Na dann. Ja, dann gehen wir wieder raus, oder? Tschüss. Was will Schattenherz denn jetzt? There's something I want to talk to you about. Something important. I could have died. Schön Labertasche. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I'm trying to say. Schön, dass Schattenherz einverstanden ist. Über ihre eigenen Sätze. I want that to mean something. I want you to know more about me. At least from what I can remember. As long as I prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Ich finde, sie hätten Baldur's Gate nicht übersetzen müssen. Ja. Das hätten sie einfach als Baldur's Gate lassen sollen. Ja. Weil das Spiel heißt ja auch nicht Baldur's Tor. Baldur's Tor 3. Also welchen müssen wir? 1, 2 oder 3?
Wow. Da, okay. Ich geh weg. So. Soll ich ihn diesmal nehmen oder du? Wer denn? Halt. Achso, halt ja, nimm ihn bitte mal. Das ist ganz cool. Wo müssen wir dann hin? Runter erstmal. Ach, die Treppe hoch, ne? Ja, und dann hinten die Treppe wieder hoch. Und dann erwartet uns hier wahrscheinlich ein Blutbad. Möglich? Vielleicht können wir nochmal mit ihm reden. Kann ich, wenn ich jetzt was zauber, der Punkt geht trotzdem weg, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh ja. Wieso, was wolltest du zaubern? Ich wollte Hals immer. Achso, muss ich ja gar nicht. Der hat ja vor das Leben. Der hat vor Leid. Also hier sind auch nochmal welche, ne? Hier ist eine Händlerin und so. Ich weiß nicht, ob die uns jetzt böse gesonnen sind. Ich werde mal sehen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mit dem Bär komme, ja. Ich rede mal mit dir. You've timed it well, my friend. Mein Freund T.O. Okay. Ach, das ist ja gar kein Goblin. Nö, nö. So you have. There's one place the Zentarin can trade openly, thank the gods. Ach so, das sind einfach irgendwelche, oder was? Like to quiver over right and wrong. Until the it's just business. If being good, the Zentarin would be pure as paladins. Mal gucken. Ich habe eine Jacke des Wohlwollens. Okay. Zur Rüstungsklasse 11. Aber das, ach so, das ist für den Baden. Wenn du einen Verbündeten mit bardischer Inspiration inspirierst, erhältst du 4 temporäre Trefferpunkte. Oh. Verkaufe ich. Ja, den Ring muss ich gucken. Trank der Geschwindigkeit, bla bla bla. Amulett der auserwählten Zelun. Das bringt halt gar nichts. Aus einer Hervorrufung. Ja, verkaufe ich trotzdem. Nicht nur mehr Schrott. Ich glaube, Edelsteine kann man auch verkaufen, ne? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Verkauf das einfach. Wenn da nicht steht, für was das gut ist, verkaufe ich das jetzt. Lagervorräte. Oh, die muss ich mal im Lager dann noch einlagern. Einlagern. Nee, das gibt's alles irgendwas. Ach stimmt, ich habe noch Tränke, die ich ein Trank des Sprechens mit Tieren brauche ich nicht, ne? Hast du ja. Ja, ich könnte es nur da auch, ja. Ich habe einen Bogen mit 2-9 Schaden, aber ich glaube, Astarion hat einen besseren, ne? Ich glaube, oder ähnlich gut, aber warte, ich guck nochmal. 4-9 hat er. Okay, dann kann ich ihn verkaufen. Streitkolben kann weg. Ach, Diebeswerkzeug wollte ich ihm geben, siehst du? Buch weg. Schmiedenotiz, die kann ich ja nochmal lesen. Habe ich, kann weg. Okay. Tauschen. Willst du auch nochmal mit? Oh, warte mal. Ich muss kurz was gucken. Schuppen. Oh, die hat Schuppenpanzer. Die hat gute Rüstung. Lederrüstung. Was ist eigentlich meine? Meine ist einfach nur eine Zauberrobe. Ist einfach nur Kleidung. Aha. Oh, die hat eine Handarmbrust, aber ich glaube, die ist nicht so gut. Wie viel? 3-8. Ah, oh, nee. Die du so findest, man 3-10. Hm. Pfeil des Imatar. Mhm. Cool. So. Verkaufen nichts für mich, das ist eine Schweinerei. Oh, doch, der hat einen Stab. Was kostet denn der? 620. Wie viel macht der? 2-12. Oh. Meiner macht halt 0-7. Ja, also, ich würde ihn nehmen. Ich nehme den auch. Kann man gerade den Zweimal holen? Nee. Für wen denn? Für dich oder was? Achso, du bist ja auch, Dings. Ja, ne? Und ich schlag damit ja tatsächlich auch zu.
verkaufen. Nee, leider ist der nur einmal da. Ich könnte sonst. Achso, ja, okay, schade. Pleasure. Ja, Pleasure. Ich hatte was. Muss mir mal die Schriftrollen mehr hier drauflegen, glaube ich. Ja, ich habe auch übertrieben viele. Na, übertrieben viele jetzt nicht, aber war drei Stück, die vielleicht nicht so verkehrt sind. Irgendwas wollte ich gucken. Scheiße, was waren das jetzt? Achso, den Ring, genau. Den gebe ich mal ihr. So. Okay, jetzt ist er nicht feindlich. Okay, ich komme mal lieber zurück, ne? Gut. Und jetzt willst du den da vermöbeln? Guck dir mal Astarion an. Warte, wo ist er? Geiler Helm. Ja, ne? Auch geile Rüstung, das ist die Rüstung von ihr. Passt überhaupt gar nicht. Was? Egal. So, komm. Oh.